Am gestrigen Abend gegen 19.45 Uhr kam es in der Gemeinde Garrel zu einem Brand in einer Produktions- und Lagerhalle für hölzerne Brennstoffe, sogenannten Hackschnitzeln. Die alarmierten Feuerwehren konnten den Brand löschen, jedoch nicht mehr verhindern, dass insbesondere der Produktionsbereich abbrannte. Inwieweit jetzt der Lagerbereich vom Brand betroffen ist, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Derzeit kann der Brandort nicht betreten werden. Der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere 100.000 Euro belaufen. Soweit mir bekannt ist, ist es gegen 19.45 Uhr zu dem Brandausbruch gekommen. Mir ist allerdings auch heute Morgen bekannt geworden, dass es immer noch kleine Nachbrände gegeben hat, sodass die Feuerwehren dort Nachschau halten mussten, die ganze Nacht über. Die Lagerhalle dürfte ungefähr eine Größe von 20 mal 80 Metern haben, wobei mir bekannt ist, dass der hintere Bereich, in dem sich der Lagerbereich befand, nicht unmittelbar brandbetroffen ist. Wie gesagt, wir müssen den Brandort erst begehen. Derzeit ist der Brandort noch verqualmt, sodass wir da noch ein bisschen mit warten müssen. Es handelte sich ja da um einen Brand in einer Produktionshalle und Lagerhalle für hölzerne Brennstoffe. Insofern haben diese Brennstoffe, die dort gelagert waren, sicherlich auch dazu geführt, dass der Brand sich schnell ausbreiten konnte. Wir erwarten noch die Ankunft eines Gutachters, eines Brandsachverständigen der Versicherung, mit dem dann gemeinsam der Brandort noch einmal aufgesucht werden kann. Zur Brandursache selbst kann ich derzeit noch keine Angaben machen.